Hey ho, ihr Lieben, Servus und grüßt euch zu einer neuen Folge der Tomorrow Children. Wir werden schon wieder angegriffen. Was zur Hölle schwebt da oben? Was zur Hölle sind das für Luftschiffe, die uns da angreifen? Oder ist das... Ah, das ist eine Insel. Das ist nur eine Insel. Hey! Was soll das? Was ist das? Was will ich? Och Mann! Tagesrangliste. Ich muss erstmal hier meinen Tag beenden, indem ich hier mich anstelle. Und mal schauen, was ich hier alles bekommen habe. Ernährung, Ermahnung erhalten. Was? Eine Ermahnung? Einrichtung beschädigt? Was? Ich habe doch keine Einrichtung beschädigt. Aber schaut mal hier, was ich an Mühepunkte bekommen habe. Ja, Müherangliste 8. Mal wieder ein bisschen runtergesunken, aber immerhin. Bankrotts. Was? Bankrott? Bankrotts Todesstöße. Schrotflintenangriff auf Izwerg. Aha. Wir haben doch. Ich bin gerade ein bisschen. Warum hat er Angst? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aufträge. Hier, so, an... Besiege zwei Bondi und räche den Freund des Mannes. Das kann ich nicht, was... Bondi sind die Großen. Bondi kann ich nicht, dingsen. Ich hole mir erstmal eine Feuerwaffenlizenz. So. Haha, eine Lizenz. Dankeschön, korrupter Polizist. Kampfuniform als Kaufbonus für Feuerwaffenlizenz erhalten. Oh. Nicht schlecht. Sehr cool. Was ist jetzt? Okay. Dann ziehen wir uns jetzt mal um. Halt, die habe ich schon an, oder? Oh, sieht das schick aus. Endlich. Raus aus diesen komischen Klamotten. Und dann kaufen wir uns... gar nichts. Aber wir brauchen eine neue Spitzhacke. Weil unsere ist kaputt gegangen. Hey, warte mal. Aber sprich mit niemandem darüber. Okay, ich spreche nicht darüber. Deine Energie ist beeindruckend. Dankeschön. Die gehen so schnell kaputt, mein Werkzeug, ja. Ja, in der Tat. Ja, mit deinen Freunden reden. Du brauchst aber Freiheitsdollar, um an die Ware zu kommen. In diesem Katalog steht, was es gibt. Keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass du bereits verbunden bist. Ruf meine Freunde an, wenn du das brauchst. Ah, alles klar. Werde ich machen. Nicht schlecht. Cool, dankeschön. Was auch immer das jetzt bringt, ich bekomme bessere Sachen. Du kannst jetzt den Schwarzmarkt jederzeit mit einem Sendempfänger erreichen. Ah. Cool. Oh, nicht schlecht. Cool, cool, cool. Jetzt können wir neue Sachen kaufen. Boost-Dosen. Werkzeuge. Eagle Corporation Spitzhacke. Ah. Und diese 30 Dinger können die aushalten. Oh, leck, ist das schön. Kann man auch irgendwas kaufen? Damit die Dings größer ist dann endlich mal. Also, ich brauche einen größeren Rucksack, meine ich. Das wäre ganz praktisch. Das sind irgendwelche Gesten, die ich nicht benötige. Propeller-Pop. Entspannt erschöpfte Muskeln, erhöht das Arbeitstempo um 50%. Der Effekt hält 30 Minuten lang an. Aha. Aha. Mühepunkte erhöhen, Rasiermesser, Booster. Das sind die Spitzhacken und Kettensägen. Jetpack. So, jetzt haben wir ja schon. Geheimtasche. Erhöht die Anzahl von Werkzeugen und Objekten, die getragen werden können. Haha! Das ist das genau. Genau das brauche ich. Exakt das brauche ich. Sehr schön. Dankeschön. Yes! Deine verfügbaren Inventarplätze wurden erhöht. Dankeschön. Yes! Und jetzt kann ich mir einen geilen Raketenwerfer kaufen. 20 Schuss hat das Ding. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Aua!
Wie kommt verdammt doch mal dieses Viech hierher? Hallo, Helfer! Helfer! Ich bin tot. Helft mir doch jemand. Sind es Egoisten hier oder was? Wie kam jetzt dieses Flugviech daher? Kam das von der Insel und hat mich verfolgt oder was? Egal, wir sind in der Stadt. Wir leben uns hier wieder. Und holen schnell die Sachen. Lass das in Ruhe! Toll! Jetzt habe ich mir gerade einen Raketenwerfer gekauft, bin gestorben und jetzt ist er weg, weil irgendein Depp das weggenommen hat. Verdammt nochmal. Irgendjemand hat meinen geilen Raketenwerfer geklaut. Den wollte ich gerade auspacken und dann kam dieses blöde Ding. Ich hatte so einen schönen Raketenwerfer, der war so teuer und jetzt habe ich nichts. Gar nichts mehr. Vor allem habe ich kein Geld mehr. 56 Dollar. Kacke. Wie krieg ich die Dollar wieder? Holy shit! Sie ist tot. Haha, alles mein Verdienst. Das ist echt kacke, wenn man stirbt. Ja, und jetzt willst du auch noch, dass ich dir aufhelfe, oder was? Ich bin ja nett. Ich bin mal so nett und helfe ihr auf. Ah, da ist mein Raketenwerfer. Ah, aber ich hatte noch so eine Genossenspitzhacke. Die ist jetzt weg. Mit dem Raketenwerfer kann ich auf jeden Fall jetzt diese großen Flugviecher zerstören, wenn sie da sind. Hoffe ich doch mal. Oh, was ist das hier Schönes? Das ist auch neu. Aber ich kann damit nichts anfangen. Und was ist das? Eine Brücke. Cool. Reden. Hallo. Hallo, mein Kind. Also, so ein Rathaus ist nicht nur irgendein imposantes Bauwerk. Es wird verbessert, wenn nur genug Metall demoliert wurde und dient als Symbol für das Wachstum der Stadt. Und wenn es wächst und beeindruckend wird, werde ich befehlen, dass die Anzahl der verfügbaren Unterkünfte und Werkbankpläne erhöht wird. Alles klar. Oh, da ist die Sushi-Insel. Aber arg weit kommen wir nicht, weil da ist der Void. Wir können mit dem Jetpack rüberfliegen. Ich glaube, das geht. Ja, das geht sogar sehr gut. Man darf nur nicht abstürzen. So. Irgendjemand hier hat meine scheiß Spitzhacke nämlich geklaut. Ich hatte doch eine Genossenspitzhacke, oder nicht? Keine Ahnung. Ah, nee. Stimmt, es ist alles richtig. Ich habe noch alles. Warum schmeißt er das runter? Danke, ich nehme das. Dankeschön. Ich bring's zum Bushalte-Dings. Keine Sorge, ich mach das hier. Bin ein fleißiges Bienchen. Sehr fleißiges Bienchen. Propaganda hat Stufe 2 erreicht. Cool. Nein, nicht wegfahren. Ich will es noch abladen. Shit. Erkunden wir mal diese Sachen dort oben. Ich wollte nämlich vorhin dieses komische Herz erkunden, was da so pulsiert hat auf dem rosanen Sushi da. Und dann kamen ja diese tausend Gegner, die mich dann zermetzelt haben. Hör, was ist das? Kann ich das kaputt machen? Nein. Halt mit dem Raketenwerfer. Oh! Sehr geil, ich hab's kaputt gemacht.
Jetzt können wir das große Ding abbauen. Oh yeah. Nicht schlecht. Das war jetzt cool, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber... Ich glaube, das war cool. Klatsch. Ha. 3 von den grünen Dingern bekommen. Jetzt müssen wir nur noch da hochspringen. Kann ich da hochklettern? Nee, ich brauche mein Jetpack. Kann ich da drauf stehen? Genau so. Und dann kann ich nämlich das noch weiter abbauen. Glaube ich doch mal. Oder auch nicht. Kann ich das abgraben? Ah, das geht. Graben kann ich das. Sehr praktisch. Da oben ist noch so ein Riesenteil. Die kämpfen hier schon wieder gegen die... gegen diese Dinger. Gegen diese Godzilla-Verschnitte. Das ist nicht gut. Lass die doch in Ruhe. Die laufen einfach nur an der Stadt vorbei. Dieser braucht nur Energie. Glaube ich. Ist auf jeden Fall Licht gut. So. Kann ich das runterwerfen jetzt? Perfekt. Und dann muss ich nochmal extra hoch und dann kann ich das von unten einfach aufsammeln. Kann ich das einfach aufsammeln und dann zur Bushaltestelle bringen. Oder jemand sammelt es für mich schon auf. Das wäre natürlich optimal. Jeden Tag, das schufte ich. Für den großen Macker. Jeden Tag, das schufte ich hart. Meine Stimme gibt schon ein bisschen nach. Klatsch. Oh, das sind die goldenen. Die lasse ich auch runterfallen. Mehr oder weniger. Roll jetzt da runter. Geht doch. Nur ich darf nicht runterfallen. Gut. So, sehr schön. Dann holen wir das noch. Und dann bringen wir alles zur Bushaltestelle. Und dann machen wir Feierabend für heute. Weg. Schon wieder diese Dino-Eier. In der Ferne tobt ein echt epischer Kampf, so wie sie sich das anhört. Oh, Uleg, der ist ja direkt hier vor mir. Komm, wir schießen auch mal mit unserem neuen Raketenwerfer auf den drauf. Das war nix. Aber ich habe ihn getroffen. Oh yeah! Oh yeah! Wir machen ihn fertig! Gemeinsam sind wir stark. Das ist halt schon cool, wenn dann irgendwie alle Spieler auf einmal mit... alle Spieler füreinander da sind und helfen. So. Jetzt müssen wir da runter. Und vorsichtig von Sushi zu Sushi segeln. Das Zeug schmeißen wir auch nochmal runter auf den Boden. So. Ha! Hab ich's doch gesagt. Da unten rennt einer rum. Und sammelt alles fleißig mit ein. Dankeschön. Sehr nett. Sehr nett. Oh, da hat jemand eine Treppe gebaut. Cool. Wie geht denn das? Nicht schlecht. Oh, da sind Matroschka-Puppen kaputt gegangen. Egal. So, bringen wir das jetzt zum Dings. Hier der Große ist erledigt. Und hoffen, dass der Bus demnächst kommt. Den Apfel nehme ich mit. Und fahre dann mit dem Zug hier zurück. So. Das war jetzt hier echt erfolgreich, muss ich sagen. Weil wir haben das ganze Zeug dort oben abgebaut. Unsere netten Genossinnen haben alles abgeladen und zum Bus gebracht. Und unsere Stadt zum Wachstum verholfen. Das ist ein bisschen strange, dass der Bus immer durch die Dinge durchfährt. Aber gut, ja. Passiert halt mal. Vor allem fährt er immer durch mein Haus durch.
Das erkennt er halt nicht als Objekt und fährt nicht drumherum. So. Das wird alles automatisch abgeladen. Und dann können wir unser Zeug noch hier. Was haben wir denn alles mitgenommen? Das hier, gell? Hä? Ich habe doch Zeug im Ressourcenpack. Hoppala. Ah, hier, einlagern. Da war das die grünen Sachen. Hoppala. Die grünen Sachen waren das. Okay. Und dann können wir neue Sachen bauen, weil jetzt jede Menge Ressourcen verfügbar sind. Mehr oder weniger. Die braucht noch ein bisschen, Bossa. Die ist ja auch schon den ganzen Tag tätig. Nur braucht die wieder so lang. Ist die schon an einem Rätsel dran? Warum? Oh, da läutet jemand die Glocke. Wir haben eine Glocke bekommen. Hey, ist das cool. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Sehr schön, sehr schön. Ha, wir sind dran. Wohnhaus haben wir schon. Rettungsapparat, Gewerkschaftsladen, Militärwarenladen, Lager, ein Bekleidungsgeschäft vielleicht. Vielleicht bauen wir ein Bekleidungsgeschäft, Bewohnerladen. Ein Laden, der hauptsächlich mit Werkzeugen für die Stadt und Einrichtungen handelt. Aha. Blockeinheit. Wodka-Verkaufsautomat. Gedankmedaille. Der Konsum von Wodka verbessert Fähigkeiten mit Hilfe von Extras. Anti-Zwergsgeschütz. Schutzmauer. Cool. Bodenlampe. Nationalfarbe. Anti-Zwerggeschoss. Ah, da muss ich extra noch Geschosse herstellen. Ich will hier so eine. Nein! Scheiße. Oh, wenn man das so lange braucht, dann ist alles am Arsch. Was ist das hier? Stadtinformation. Cool. Das ist cool. Wir holen uns noch unser Dings und dann machen wir Feierabend für heute. Unser Lohn holen wir noch. Genossinnen ermahnt. Das zieht was ab. Ach so, wenn man hier selber Sachen, also wenn ich Ermahnung ausspreche, dann ist es eben schlecht und zieht mir Mühe ab. Haha. Gesamtmühe. Mühenrangliste Nummer 3. Oh, Baby. Jetzt stehe ich hier auf der Tafel drauf, oder? Ranking Donotsky, was? Ach so, wo unsere Stadt ist. Ah. Das ist schlecht, weil unsere Stadt ziemlich weit unten ist. Aber ich bin hier. Shit, schon wieder Platz 5. Verdammt. Egal. Unsere kleine Stadt wächst und gedeiht. Das ist echt cool. Ich hoffe, die Beta läuft noch ein bisschen. Dann können wir da noch ein bisschen mehr zocken demnächst. Aber für heute erstmal genug. Also in dem Sinne, hauen Sie rein, können Sie raushauen.